So, einsteigen, zusteigen, Türen schließen. Es geht weiter heute im 9. Teil. Daran wird sich nie. Odyssey. Im Auftrag des Königs. Das hätte er auch selber wissen können. Und ich habe festgestellt, dass hier in der Burg wirklich nichts mehr zu machen ist. Also werden wir wieder runter ins Dörflein gehen, um dort Aufgaben zu erledigen. Weil ich brauche mal so langsam ein paar Erfahrungspunkte. Und es wird echt mal an der Zeit. Ne? Oder was meint ihr? Oder du? Oder du? Oder du? Ja. So. Mal gucken. Ingolf. Was war mit Ingolf? Nee, mit dem war noch nichts, das weiß ich. So. So, und außerdem sind mir alle viel zu schwer bekleidet da, die Männer. Mal gucken, ob es im Dorf irgendwie leichter bekleidete Mädchen gibt. Frauen. Und das ist doch viel, viel interessanter, Frauen irgendwie unter die Arme zu greifen. Beziehungsweise. Da war was. Ne, also Frauen zu helfen, also als Kavalier. Also, ich glaube, da waren Blutfliegen. Waren da Blutfliegen? Bloodflies? Vielleicht kann ich ja schon welche eliminieren. Ich weiß es ja nicht. Schauen wir mal. Ja, da sind sie. Oh mein Gott. Ja, ne? Ja, du hast mich ja schon gewittert. Mal gucken. Oh. Kann ich es schaffen? Oh. Wo gestochen bin ich worden? Oh, ich schaff die. Cool. Blutflaggen. Nicht zu plündern. Nur 40 Erfahrung? Was ist denn das? So, Blutfliegelchen. Komm her. Oh. Nicht von der Seite, die Sau, du. Natürlich wieder mal kein Mückenspray dabei. Was ist denn jetzt wieder los? Ach ja, das ist der alte Fehler. Oder? Hallo? Ist gut. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Ich weiß. Na also, dafür haben wir dann hier noch ein bisschen euer Nesselkram. So, das sind Blutfliegen, keine Grabmotten. Die sind ja später zu Grabmotten mutiert. Die Blonde, apropos. Sieht aber nicht wie aus wie eine Blutfliege da hinten. Das? Oder ist es doch eine? Die flattert lustig. Mal gucken, nochmal abspeichere ich hier. Noch ein paar Erfahrungspunkte können wir jetzt holen. Na, vielleicht sollte ich mal was trinken. Oder was essen. Ein Trank. Und dann haben wir 4 Rose Fleisch. Das ist natürlich doof. Nimm mal einen Apfel. Und ein Käse. Oh, das war ein Appenzeller, ha? Huh? Ein leckerer Appenzeller esse ich auch ganz gern, ha? Huh? Gibt ganz viel Nährstoffe, huh? Wow, das ist richtig schöner Bass hier. Na super. Ne. Na? Ist gut. Voll die Blutfliegen hat. Ich muss den doch jetzt kriegen hier, Leute. Oh, was ist denn das jetzt wieder? Nicht zu plündern. Ja, muss ich wieder was mampfen? Edamer. Mach mal ein Brot dazu. Schön. Speichern. Gut. So, gucken, ob hier irgendwo was versteckt ist. Ja, Feuernesselchen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Mhm. Da unten ist auch einer am Kämpfen. Das habe ich eben gehört. Hm. Da geht's ab.
So, ich bin immer hier im Zickzack-Modus. Und das endet irgendwo in der Sackgasse, so wie es aussieht, was? Oder? Wenn man das macht, automatisch neigt man den Kopf, ne? Okay, da geht's nicht weiter. Ach ja. Gut, okay, weiter geht's ins Dorf hinein. Da ist noch was. Da dürfte auch noch was sein. Und das ist die Blutfliege. Ah, von Janessa. Jetboy Slugger. Jetboy Robotnik. Wieso habe ich jetzt Kraftwerk im Kopf? Mit dem Lied Wir sind die Roboter? Fragezeichen. Ich habe gar kein Kraftwerk in letzter Zeit gehört. Aber Roland ist ja ein Diener, ne? Er dient ja jetzt. Und er arbeitet jetzt. Herr Roland. Ja, okay, das haben wir auch schon alles durch. Ja, wir sind auf dem Weg runter ins Dorf. Wollen ein paar Frauenbekanntschaften machen. Ach ja, hier war ich nicht drauf. Vielleicht gibt es hier irgendwie mal so ein seltenes Gewächs. Oder irgendein Jesestand. Feldknöterich. Ein Feldknöterich. Gut, okay. Können wir hier irgendwie runter? Nee, das sieht zu gefährlich aus. Müssen wir mal hier smooth runter. So. Auch hier brauchen wir mal wieder Erfahrungspunkte. Jetzt ist da wieder das... Ist das Fenster wirklich weg? Oder war nie da eins? Ich habe was anderes gehört. Na okay, scheint wohl so zu sein. Der erzähle ich gar nichts mehr. Als erstes mal Wasser trinken. Der erzähle ich gar nichts mehr. Hä? Hier gibt's nichts. Nein, man sieht das anders. Hm, gut. Und wer muss die Arbeit hier machen? Soll ich den nehmen? Ich nehme den mal. So, kann ich schon was kochen? Bei deinem Fern? Bei deinem Fern, hallo? Ja, was kann ich denn machen? Der erzähle ich gar nichts mehr. Nur Wasser umrühren. Was anderes gehört. Voll. Ja, das doch in so, Dille. Ja, hier gibt's einen Stand. Und das wird noch viel schlimmer. Was hat die Jutta? Lecker Sachen. Hallo Roland, wie geht es dir? Danke, Jutta. Ganz gut. Und wie geht es dir? Mir geht es soweit ganz gut, Roland. Danke für die Nachfrage. Solange ich von meinem kleinen Warenverkauf hier leben kann, bin ich zufrieden. Und? Was macht dein Bruder Fred? Ihm geht es auch gut. Er kann jede Menge Fische fangen. Und das reicht ihm. Mich fragt er keiner. Ja, sorry. Muss Zeig mir deine Ware. Was einstellen, wegen der Lautstärke. Oh, lecker gebratenes Fleisch, ja. Das muss ich auch nochmal machen. Ich habe nämlich nur 4 Stück. Was ist das? Amulett der Lebenskraft. Hm? Hey, der Dietriche. Na Jutta, so nett bist du ja wohl nicht, ne? Wenn du Dietriche hast. Da fällt mir gerade ein, dass ich noch unbedingt 12 Rüben haben muss. Könntest du vielleicht Johann fragen, ob er noch welche für mich hat? Aber sicher, Jutta. Das kann ich gerne für dich machen. Bekommt Johann noch was dafür? Eigentlich nicht, da Fred ihm dafür Fisch gebracht hat. Aber wenn ja, dann bekommst du es natürlich von mir zurück. Okay. Das wird jetzt wieder was Lustiges werden. Lebensmittelbesorgung. Schön. Das mache ich doch gerne für sie. Ne? Wunderbar. Zu wem müssen wir nochmal? Bauer Johann. Gut, wo ist denn der Bauer Johann? Vielleicht hier irgendwie? Tür? Tür an Tür mit Dorothee. Dorothee. Das sind aber sehr moderne Namen, finde ich. Und alles erinnert mich so an meine Ex-Freundinnen. Ich hatte auch mal, glaube ich, 2 Stück gehabt. Diesen Dorothee. Hm? Gucken, darf ich überhaupt hier rein? Okay, bei der Gelegenheit werde ich hier mal meine 4 rohen Fleische braten. Alles Fleisch braten, na super. So macht das Spaß.
Fischsupp. Holder. Crazy. Nicht schon wieder. Achso. Milch. Brot. Apfel. Ach ja. Und ein Bettchen. Ist hier noch was versteckt? Nee, ich soll ja zu dem Bauer gehen. Fängt's auch an zu regnen. Regnet es draußen? Nee, kann ich nicht sehen. Ah, sehr schön. Waldbären. So wie das aussieht, sind da die Rüben zu holen. Ja, ich hol die mal gleich. Im Vorfeld. So habe ich das immer beim allerersten Gothic-Spiel gemacht. Ich habe zuerst alles geholt. Und hinterher kamen die Quests. Und dann, so, hier hast du schon. Habe ich immer so gemacht. Also, wo sich's überhaupt anbietet. Weil, wenn man vorher immer alles scoutet und alles untersucht und am Looten ist, dann, also bevor man überhaupt zu den Questgeber-Menschen geht oder an NPCs hier geht, mein Gott, es regnet Charlotte. Hallo Charlotte, wie geht es dir? Warst du schon unten beim Schiff? Wie? Ach so, ja, ja, ich war unten. Ist ganz nett, interessiert mich aber nicht besonders. Wie bitte? Warum denn das? Hast du Probleme? Ach, frag besser nicht, Roland. Im Augenblick fühle ich mich nicht so besonders. Das hört sich gar nicht gut an. Ist irgendetwas passiert? Na, rede schon. Ach, es ist nichts. Es ist nur zum einen die ganze Arbeit und... Aber darüber möchte ich nicht sprechen. Oh. Charlotte will nicht sprechen mehr. Okay, Charlotte. Dann, wenn du dich nicht fühlst, dann musst du auch raus aus dem Regen gehen. Meine Herren, nee. Aber immer gucken, ob es hier was gibt. Oh, ein Schrein. Ein Schreinchen. So, irgendwo ein Großbauer. Nee, Quatsch, kein Großbauer. Das könnte ein Bäuerchen sein. Bäuerchen. Ups. Schäfchen, Schäfchen. So, wo ist Horst? Wo ist Liesel? Wo nicht der Bako? Oh, lecker. Der liegt einfach so mitten rum. So. Beten, was bete ich denn? Wir beten und gebe Hund Sende, Spende. Ja, sollen wir das mal machen? Ach, ich mach mal 20 Goldstücke, ne? Ina schenkt dir einen kleinen Heiltrank. Cool. Hey, dafür würde ich meinen Heiltrank hier auch mal trinken. Kurz. Lob. Schönen Adanos. Gemacht aus Waldbeeren. Durch den Schnapsbrenner Tippler. Milch. Hm? Milch. So, warum regnet das hier die ganze Zeit? Naja, die Rüben müssen ja auch wachsen. Jetzt habe ich aber kaum hier irgendwelche Orientierungen. Wo denn hier wer sein könnte? Ah, hier gibt's was. Fred. Na, Fred. Fred, come to bed. Hey, du. Ah. Ah. Da kann ich mich noch leise dran erinnern. Hallo, Fred. Was macht der Fischfang? Hallo, Roland. Na, heute brauche ich mich nicht zu beklagen. Ich habe eine ganze Menge Fische aus dem Meer geholt. War heute mal ein Erfolgstag. Aber du bist doch nicht wegen den Fischen extra von der Burg bis hierher runtergelaufen, oder? Du wolltest dir doch bestimmt das Schiff ansehen, um das so viel Tamtam gemacht wird. Ja, deswegen bin ich auch gekommen. Doch sag, inwiefern wird hier viel Tamtam gemacht? Nun, als das Schiff vor Anker gegangen ist, dachte ich mir, dass ich mal hinübergehe und der Besatzung meine Fische anbiete. Da schnauzt mich auch noch dieser Bertrand an und sagt, dass ich auf dem Schiff nichts zu suchen hätte. Richtig grob wurde er. Jedem wurde ausdrücklich verboten, den Kahn zu betreten, als ob die eine solche an Bord hätten. Würde zu gerne wissen, warum der Zutritt für jedermann verboten wurde. Ich weiß jetzt, warum keiner auf das Schiff darf. Und? Was ist der Grund? Ich bin ganz Ohr. Marbot befürchtet, dass euch die Schiffsbesatzung die Situation auf dem Festland schlimmer als in Wirklichkeit darstellt.
Er hat Angst, dass hier eine Panik ausbricht. Aus diesem Grund hat er jedem untersagt, das Schiff zu betreten. Ach so, ich dachte schon, es wäre schlimmer. Allerdings kann man daraus schließen, dass es auf dem Festland wirklich schlimm aussieht. Aber das konnten wir uns ja ohnehin denken. Immerhin weiß ich jetzt Bescheid. Ich danke dir. Ach, man kann bei dem Schwimmen und Tauchen lernen, denke ich mal. Da war was. Hallo Fred, sag mal, du bist doch Fischer und lebst hier direkt am Wasser. Dann kannst du doch bestimmt schwimmen und tauchen, oder? Natürlich, was für eine Frage. Du glaubst nicht, wie oft ich schon von meinem Boot ins Wasser gefallen bin und wie oft mein Netz sich an einem Unterwasserfelsen verhakt hat. Da muss ich natürlich tauchen und zusehen, dass ich mein Netz wieder frei bekomme. Ich bin kein reicher Mann, ich kann mir nicht alle Nase lang ein neues Netz kaufen, die sind richtig teuer. Also, wenn ich nicht schwimmen und tauchen könnte, könnte ich meinen Beruf als Fischer gleich an den Nagel hängen. Aber warum fragst du? Du hast doch bestimmt einen Grund. Naja, weißt du, Wenzel hat mir von der versunkenen Flotte erzählt. Man kann sie ja von hier aus sehen. Und dass das Admiralschiff gewaltige Schätze an Bord gehabt haben soll. Ach, so ist das. Ich verstehe schon. Du willst jetzt mal nachsehen, ob da noch etwas zu holen ist. Das haben zwar auch schon andere versucht, aber ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg bei deiner Suche, Roland. Danke, Fred. Aber die Sache hat einen Haken. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft, aber sprich weiter. Naja, der Haken ist, dass ich überhaupt nicht schwimmen kann. Du bist ja ein toller Schatztaucher. Wie stellst du dir das vor? Du schaffst es nicht einmal, überhaupt bis zu den Wracks zu schwimmen. Und das Meer dort ist tief. Das ist nur etwas für erfahrene Taucher. Also schlag dir das besser aus dem Kopf. Du kannst dabei nichts gewinnen. Du wirst nur dein Leben verlieren. Okay. Dann geben wir mal nicht locker, nicht? Wegen dem Schwimmen und Tauchen. Ja? Du sagtest doch, dass du das kannst. Richtig, natürlich kann ich das. Ich habe dir doch erklärt, wie wichtig es für mich ist. Kannst du mir das nicht vielleicht beibringen? Naja, eigentlich habe ich im Moment kaum Zeit. Aber weißt du was? Du bist mein Freund und Freunde helfen sich gegenseitig. Sag also einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Oh, ein Lernpunkt? Zu wenig? Ich mache jetzt Seepferdchen, Leute. Seepferdchen? Nur ein Lehrpunkt. Das ist schön. Bringe mir das Schwimmen bei. Gut, fangen wir an. Es gibt mehrere Schwimmstile. Am einfachsten ist das Kraulen. Du streckst einen Arm nach vorn und ziehst ihn unter Wasser ganz durch. Stell dir vor, du streckst deinen Arm jetzt über deinen Kopf und lässt ihn dann sinken. Und das machst du eben kraftvoll unter Wasser. Während du mit einem Arm durchziehst, bewegst du den anderen genau andersherum nach vorn. Du bewegst deine Arme also immer wechselweise. Den einen nach vorn, den anderen ziehst du nach hinten durch. Gleichzeitig schlägst du mit den Füßen abwechselnd auf und nieder. Während einem Armzug macht man normalerweise 2 bis 3 Fußschläge. Eigentlich ist es ganz einfach. Selbst Säuglinge können schwimmen. Du konntest es auch, hast es nur vergessen. Übe das ein bisschen in der Nähe von Land, bis du sicher bist, erst dann schwimme weiter hinaus. Na schön, ich werde es mal probieren. Hoffentlich geht das gut. Keine Angst, es ist wirklich ganz einfach. Das kostet auch einen Lernpunkt. Also, Seepferdchen habe ich gemacht. Das finde ich ja lustig. Ich dürfte noch einen Lernpunkt überhaben. Ja, dann werde ich jetzt auch mal tauchen lernen. Hey du! Bringe mir das Tauchen bei. Gut, das Wichtigste beim Tauchen ist die richtige Atemtechnik. Früher habe ich das auch nicht gewusst und so manches Netz verloren, weil ich es einfach nicht geschafft habe, es vom Unterwasserfelsen loszubekommen. Aber dann sind hier einige Leute aufgekreuzt, die bei den Wracks ebenfalls nach Schätzen gesucht haben. Und die waren richtig lange unter Wasser, ich wäre da längst abgesoffen. Sie sind immer von hier aus losgeschwommen und haben oft auf meinem Anleger gesessen und sich unterhalten. Und ich habe mich manchmal dazugesetzt und zugehört. Sie sprachen unter anderem von speziellen Atemtechniken, die die Tauchzeit verlängern sollen. Ich habe das zuerst nicht glauben wollen, aber als ich das dann geübt habe, habe ich festgestellt, dass das tatsächlich funktioniert. Sie sagten, man darf nicht einfach tief einatmen und dann tauchen, das sei ganz falsch. Man muss vorher mehrmals tief einatmen und vollständig ausatmen. Dadurch soll sich wohl die Lunge dehnen, dann ein letztes Mal tief einatmen und untertauchen.
Unter Wasser darf man nicht den Fehler machen, die Luft anzuhalten. Man muss sie langsam rauslassen. Sonst verkrampft das Zwerchfell und es besteht die Gefahr, dass man ohnmächtig wird. Und natürlich muss man das üben, aber dadurch verlängert sich die Tauchzeit erheblich. Interessant. Das werde ich mal probieren. Perfekt. Perfekt. Da fällt mir übrigens ein, das ist übrigens sehr gut. Das stimmt auch alles, das mit den Babys, die schon von Anfang an tauchen konnten. Beziehungsweise nicht tauchen, sondern schwimmen konnten. Gibt ja auch sowas, das ist ein angeborener Reflex. Und das mit dem Tauchen ist auch eine richtig gute Sache. Erinnert mich gleich an The Deep Blue mit Jean Reno, falls ihr den Film kennen solltet. So, wollen wir da mal ein paar Schwimmübungen machen? Weiß ich jetzt nicht. Nee, ich mache jetzt erstmal hier die Feldrüben. Ich will hier nicht von... Weil da liegen jede Menge Fische. Die sammle ich noch nicht ein. Ich will erstmal gucken, wo der Bauer ist. Keine Ahnung, sag du es mir. Erstmal gucken, wer die People sind. Waffenknecht, Als ob ich nicht schon genug Probleme Jonas. Hätte. Jonas. Hallo, Jonas. Hey, du! Irgendwann musste es ja so kommen. Wieder mal Wachdienst. Na, Jonas, wieder mal Wachdienst. Passen, was man so rum erzählt. Hör auf, Mann! Das ist doch immer dasselbe. Das will doch keiner mehr hören. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ehrlich. Irgendwann musste es ja so kommen. Dodele, da hinten ist doch das Feldrüben. Ach, das könnte er sein. Das interessiert mich nicht. Das ist irgend so ein Heinz in so einem Lagerhaus. Götze. Ich kann das nicht mehr hören. Götzi Mausi hat nichts zu sagen. Oh, den haben wir schon jede Menge Ratten fertig gemacht. Wollte noch eben was sagen. Ach ja. Wegen der Tonaufnahmen. Also der Fischer eben, der hat eine sehr gute Stimme. Doch was mir aufgefallen ist, das hatte ich auch in einer anderen Folge gesagt, es knackst unheimlich viel. So, und die Grillen. Bock. Hermann. Hey du! Hallo Hermann, wie geht es so? Alles klar? Hallo Roland, danke für die Nachfrage. Ich kann mich nicht beklagen. Wo ist dein Sohn Klaus? Ich konnte ihn nirgendwo im Dorf finden. Klaus ist noch auf der Jagd, da er für euren Koch Jonathan eine Menge Fleischkeulen besorgen soll. Du findest ihn irgendwo auf der anderen Seite der Insel. Okay. Hört ihr das? Die hauen ja zu. Ich glaub's ja. Ich krieg gleich hin. Leute, nee. Fred, come to bed. Ja, Fred hieß er richtig. Fred, come to bed. Das machen wir doch mal gleich. Bis Sonnenaufgang. Na gut, okay. Der frühe Wurm kann mich mal. Oh, irgendwelche Panik. Muss zu meinem Waypoint. Ganz schnell zu meinem Waypoint. Ich hab verschlafen. Und zwar... Oh, Fischer. Ah, guckt euch das an, wie cool das ist. Der angelt. Ja, noch muss er nach vorne angeln. Mal gucken. Hey. Okay. Gut, Fisch, Fisch, Fisch. Den lassen wir erstmal schön trocknen. Dann gibt's Trockenfisch. Was? Extrakt der Heilung. Gefunden. Jetzt muss ich nochmal gucken wegen den Bauern da. Lebensmittelbesorgung. Bauer Johann. Ja, hab ich doch richtig im Kopf gehabt. Wo ist denn der Johann? Halt! Niemand darf das Schiff betreten. Es sei denn, er hätte eine schriftliche Erlaubnis vom Kommandanten Marbot dazu. Ich grüße dich, Bertrand. Kannst du mir sagen, warum niemand auf das Schiff darf? Das weiß ich nicht, Roland. Da musst du schon Marbot oder Oliver fragen. Ich muss aber unbedingt auf das Schiff.
Kannst du nicht bei mir vielleicht eine Ausnahme machen? Was fällt dir ein? Da könnte ja jeder kommen. Nein, vergiss es, Roland. Und ich warne dich. Jeder, der dem Schiff zu nahe kommt, wird augenblicklich mit unseren Waffen niedergestreckt. Verstanden? Schon gut. Ich habe verstanden. Kapiert. Ach ja, ich hatte eben einen Satz angefangen mit dem Knacksen in den Dialogen. Ich dachte immer, das wäre irgendwie meine Hardware oder sowas. Nee, mir ist aufgefallen, das sind tatsächlich die Sounddateien. Das hat mir auch jemand aus dem World of Players, World of Gothic geschrieben. Und ich glaube, das sind so leichte Overclippings. Hä? Kann an die Tür ran, aber... Achso, ich muss ja die Tür knacken. Nee, kein Bock. Warum? Hautstampfer? Heilpflanze? Okay, dann wollen wir eine Runde Kraut stampfen. Na siehste. Und es werden Erinnerungen wach. An Sumpflager in Gothic 1. Mein Gott, diese Sektenspinner. Und immer nur bekifft. Nein, das will ich jetzt nicht nochmal machen. So, in diesem Sinne werden wir nochmal ein paar Heilpflanzen und eine Holzscheibe. Ja, richtig. Ich kann ja so lustige Sachen machen, wenn ich... Aber wo ist denn jetzt der Kopf da, der Johann? Nee. Doch, der Johann. Da muss doch ein Heinz sein, der Bauer. Da soll ich doch irgendwie Feldrüben und sowas. Ah, hier ist was. Das ist nur... Was ist das denn? Wieso sind die so modern abgepackt? Diese Strohballen. Na gut, okay. Da war was. Ein Beil. Eine kleine Sense. Okay, das sind bestimmt irgendwelche Questaufgaben, vermute ich mal. So, und das ist... geht irgendwo hin, da gehe ich aber nicht rein, weil da habe ich noch schlechte Erinnerungen. Und vor ein paar Jahren bald Bärchen. Ja. Hier gibt's noch ein bisschen Waldbeere. Die sind immer schön logisch hier in den Hecken versteckt. Das ist auch richtig so. Und dann gibt es noch eine Flasche Knilch, Milch. Oh. Ach, das ist eine Frau, die aufgewacht ist. Gut. Okay. So, jetzt kommen sie erstmal alle runter. Der Hubert. Hubert? Warte mal. Hallo Hubert. Alles klar? Wie man es nimmt. Seitdem Marbot mich beauftragt hat, darauf Acht zu geben, dass keine Lurke zu nahe an das Dorf herankommen, habe ich jetzt zumindest endlich Ruhe vor ihm. Und das ist schon eine Menge wert. Trotzdem, ein bisschen mehr Abwechslung könnte nicht schaden. In der Regel ist das ja ein eintöniger Job. Tatsächlich? Und die Lurker? Was ist mit denen? Bisher hat sich noch keiner von den Viechern zu nahe herangewagt. Dann geh doch ein Stück in den Wald und erlege ein paar zur Abwechslung. Das geht nicht. Marbot hat mir strikt verboten, sowas zu unternehmen. Ich soll unbedingt auf meinen Posten ausharren. Und das werde ich auch tun. Okidoki, Hubert. Dorothee, da ist wieder Dorothee. Nein, ich muss auch diesen Bauern finden. Wer ist er denn? Waffenknecht. Mal gucken, ich gehe noch mal zur Jodau. Was gibt es so Neues? Da fragst du noch? Sieh doch zum Hafen. Es hat doch endlich wieder einmal ein Schiff hier angelegt. Ich hoffe nur, dass es nicht unseren kleinen Frieden hier zerstören wird. Wieso glaubst du, dass dieses Schiff den Frieden zerstören könnte? Es kommt aus der Hauptstadt Vengard, das von den Orks belagert wird. Sie brauchen sicher Verstärkung. Und dann... Und dann? Was? Dann wird ihnen Marbot so viel Männer mitgeben, wie er entbehren kann. Vielleicht bist du dann auch dabei, Roland. Das möchte ich nicht.
Ich würde es nicht gerne sehen, wenn dir etwas passiert. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Jutta. Mir würde schon nichts passieren. Außerdem glaube ich nicht, dass Marbot es zulässt, dass wir nach Vanguard gehen. Er hat viel zu viel Angst, dass Athanos dann ohne Schutz bleibt. Hoffentlich. Aber ich weiß auch, dass du nur zu gerne von hier weg willst. Warum kannst du nicht mit mir und den anderen hier in Frieden leben? Das würde ich schon gerne tun. Doch solange unsere Heimat in Gefahr ist, muss ich sie verteidigen. Außerdem weißt du, dass ich gerne Paladin werden möchte. Ich kann nur einer werden, wenn ich mich im Kampf bewähre. Ach, ihr Männer denkt nur an Krieg. Ihr solltet lieber an den Frieden denken. Und die Frauen nicht alleine lassen, die sich um euch Sorgen machen. Also, wenn du das auch den Orks klar machen könntest, hätte ich damit kein Problem. Sehr witzig. Aber von mir aus auch das. Wenn ich damit den Krieg beenden könnte, dann würde ich auch mit den Orks sprechen. Mag die mich? Die Jutta? Erstmal gucken. Jutta, guck mich doch mal an hier. Nee. Guck doch mal grimmig. Nee, so hübsch ist er nicht. Gut. Ich hab den Bauern immer noch nicht gefunden. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ah, da ist eine. Da ist eine. Das muss er sein. Da war doch vorher jemand anders. Ach, das war die Dorothee. Der es ja nicht gut geht. Da ist er, Johann. Hey. Hallo Johann. Na, wie sieht es aus? Ah, hallo Roland. Wie soll es schon aussehen? Immer dieselbe Plackerei. Ich habe es nicht so gut wie ihr Waffenknecht und Paladine des Königs. Den ganzen Tag nur herumstehen, dazu hätte ich wirklich keine Zeit. Nun, zugegeben, im Moment haben wir nicht viel zu tun. Aber wenn die Orks kommen, wirst du froh sein, dass wir da sind. Dann zeigen wir Waffenknechte und Paladine, dass wir nicht ganz unnütz sind. Ja, ja, hast ja recht, Roland. Ich wollte euch auch nicht beleidigen. Aber die ganzen Probleme, die ich im Moment habe, machen mich ganz verrückt. Jutta schickt mich. Sie braucht noch ein paar Rüben. Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Für den Fisch. Tja, hier habe ich keine mehr. Am besten gehst du auf das Feld und nimmst dir, was noch da ist. Okay, das haben wir ja hiermit auch erledigt. Wie viel Feldrübchen haben wir denn? Feldrüben. 13? 13. Wie viel wollte sie haben? Weiß ich nicht. Musst du nachgucken. Nochmal nachfragen. Rutschi-butschi. Ja, und wenn Jutta dann die 13 Feldrüben hat, dann wird es an der Zeit, auch diese Folge zu beenden. So, da bin ich wieder. Ich habe die Rüben. Sehr schön. Du kannst sie direkt eurem Koch Jonathan geben. Aber da fällt mir ein, dass er noch 2 Dutzend Fische bei mir bestellt hat. Okay. Könntest du die Fische bei Fred abholen und ebenfalls Jonathan geben? Ist doch ein Weg. Klar, Jutta. Kann ich machen. Sehr schön. Geld braucht dir Jonathan nicht zu geben. Er hat mich schon im Voraus bezahlt. Aber komm ruhig nochmal vorbei. Ich habe da noch eine Kleinigkeit für dich. Ja, und in diesem Sinne, falls ihr euch dieses Let's Play nicht vor die Rübe geknallt hat und auch schön in die Rübe gegangen ist, dann werden wir die Rüben, die wir eben abgegeben haben, noch nach drüben schicken. Und zwar mit Fischen und wie das jetzt eben war. Das werden wir in der 10. Folge, nein, in der 9. In der 10. nächsten Folge. Immer durcheinander. Also in der nächsten Folge werden wir das dann mal besprechen, nicht wahr? Kommentare dürft ihr abgeben übrigens, ne? Ihr dürft auch einen Daumen hoch machen. Ihr dürft auch mich weiterempfehlen und ihr dürft auch beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn es heißt Jutta, bei Jutta ist alles in Butter. Tschüss!